Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Civilization 4 mit mir, mit Puck und einer OCC mit Peter, dem Großen. Inzwischen haben wir es schon Samstag und mitten am Wochenende will ich dann trotzdem arbeiten. Eigentlich sollte man sich da ja ausruhen, faul hinlegen, Füße alle Viere von sich strecken, nichts tun. Aber wir sind mit Peter trotzdem ganz, ganz groß dabei, hier die Welt zu retten. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir haben jetzt schon verschiedene Weltwunder gebaut, die möchte ich euch einmal kurz zeigen. Die Pyramiden und die große Bibliothek sind essentiell meiner Meinung nach. BIP braucht man für die große BIP und das Orakel habe ich gebaut, um den Ästhetik-Slingshot zu machen. Wer jetzt denkt, Slingshot, ist der denn irre? Wen will er jetzt umbringen? Nein, habe ich natürlich nicht vor. Ästhetik-Slingshot ist ganz simpel einfach nur Ästhetik-Pick durch Orakel. So, gucken wir doch mal. Die Stadt darf jetzt nicht wachsen. So. Naja gut, jetzt nicht so, wie ich es wollte. Gucken wir doch mal. Ich könnte noch nicht ins Kastenwesen wechseln, das kann ich gleich erst. Klick. Haben wir nämlich damit das Gesetzbuch erforscht, das ist sehr schön. Und wir wechseln auch gleich ins Kastenwesen. Die Anarchie ist natürlich immer ein bisschen nervig, aber die nehme ich in diesem Fall in Kauf. So, als nächstes kommt dann jetzt Tierzucht, Töpferei. Dann kommt wahrscheinlich Mathe. Tierzucht, Töpferei, relativ simpel. Tierzucht für die Schweine, Töpferei für Kornspeicher und Mathe für öffentliche Verwaltung brauche ich das. Die erste Vortechnologie habe ich ja damit quasi schon geholt. So, die Stadt soll ja nicht weiter wachsen, so schrumpft sie sogar minimal. Aber egal, Wissis sind gut und 61%, jetzt sogar 64%. Damit forscht man schon ganz gut vorweg. So, Pferde haben wir sogar auch noch, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein Highlight, aber die sind außerhalb der Reichweite, also erstmal unwichtig. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier die Schweine aufwerten, damit wird die Stadt auch wieder Nahrung haben. Durch die ganzen eingestellten Wissis haben wir jetzt übrigens auch eine ganz gute Rate in Moskau erreicht. An großen Persönlichkeiten. So. Und jetzt geht das Ganze auch wirklich schön zügig voran. Dann können wir jetzt Mathe nehmen. Auch für Mathe nur 11 Runden. Das ist ja wirklich ganz akzeptabel, wie ich persönlich finde. Wie gesagt, ich hoffe hier ganz stark, dass wir hier uns mit dem Azteken auch vertragen können, unsere langjährigen Ressourcenlieferungen verbinden. Das ist gut. Montezuma geht auch ins Kastenwesen, das ist gut, dann kann er nicht slaven. Nicht, dass ihm das abhalten würde, davon mich anzugreifen, aber one can only hope for. So, gucken wir mal kurz. Gefällt mir natürlich grundsätzlich nicht, so kann ich die Stagnation erreichen. Da verliere ich natürlich auch einen Hammer im Endeffekt in der Produktion, das ist natürlich nicht schön, aber... So. Damit haben wir jetzt auch... Nein! Na egal. Produzieren wir noch etwas schneller, kann ich auch mitleben. Zack! Roden wir jetzt noch einen Wald. Wie lange dauert eigentlich die KE jetzt noch? Gucken wir mal kurz, die KE dauert... 286 Runden. Ja, okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. So. Bei Moskau ist ein Wald entstanden. Sehr schön. Den werde ich dann auch gleich umwandeln. Na nee, gut. Obwohl doch, den könnten wir uns sogar sichern, den Reis hier, wenn ich mal so spontan nachrechne. Falls er nicht noch eine Stadt irgendwo hier in die Gegend klatscht, dürften wir da sogar genug Kultur aufbauen. So, nach Nationalepos für mehr Spezialisten kommt übrigens dann jetzt erstmal Staatsdienst für öffentliche Verwaltung, weil es so unglaublich geil ist.
bauen wir dann übrigens endlich, glaube ich, 4 und dann können wir wirklich wachsen. Mal kurz gucken, ob der Aztek irgendeine Happiness-Ressource für uns hat. Hat er sogar. Was will er denn dafür? Pferde. Weil du so ein netter Freund bist. Und dein Freundchen gibt man doch mal ein Küsschen oder so, ne? Irgendwie so war das doch. Krank wird die Stadt zwar, aber damit kann ich leben. Also der muss mich jetzt doch quasi eigentlich lieben, der gute Azteke hier. Ich gebe dem Kupfer, ich gebe dem Pferde. Das in der Antike ist das doch irgendwie der... müsste es doch der Happiness Hattrick sein. So, da wir gerade nichts Sinnvolleres machen können, werden wir jetzt auch außerhalb unseres Fat Crosses mal roden und gucken, was es denn so an Kultur gibt. Kultur sag ich schon. An Hämmern gibt. Naja, 29 Hämmer ist jetzt nichts Wildes, aber spart uns schon ein paar Baurunden, muss ich ganz ehrlich zugeben. So. Und jede Baurunde, die uns erspart wird, bis wir öffentliche Verwaltung haben, vor allen Dingen ist natürlich pures Gold wert. Und bei einer OCC muss man sich eigentlich auch nie großartig Sorgen machen, dass man genug Geld hat für solche Events. Das hat man immer. Sieht man ja gerade. So, Nationalepos steht. Das ist natürlich sehr gut. Und als nächstes werden wir uns jetzt erstmal des Themas... Theater/Globe Theater annehmen. Und in 4 Runden haben wir auch zu 82% endlich unseren ersten Vici. So Gott will. Jawohl, und dann werden wir auch als erstes gleich mal eine Akademie aufmachen. Und von 19 Runden springen wir schon mal auf 13 Runden. Das ist doch schon mal wirklich sehr, sehr nice. Tycho Brahe war mir selten so sympathisch. Und der Aztek ist immer noch zufrieden, also freundlich. Ich glaube, erfreut ist dann die höhere Stufe. Ich fällt mir gerade übrigens auf hier. Ja, so kann man langsam wachsen, kann ich mit leben. Damit haben wir das Theater schon mal fertig, das ist gut und wichtig. Und wir können als nächstes jetzt des Globe Theaters annehmen. Und ja, ich habe anscheinend auch Glück, dass der Islam gut verbreitet und dass der Azteke sich noch eine andere Religion gesucht hat. Das heißt, so kann ich dann auch demnächst mit Pazifismus ganz gut weitermachen. Das ist übrigens eine Technologie, die ich in letzten Turnset nicht erwähnt hatte, aber im Turnset davor, glaube ich, wo ich Staatsform angesprochen habe, bin ich auf den Pazifismus eingegangen. Wobei man natürlich sagen muss, hier der Aztek hat mit mir auch einen sehr dankbaren Nachbarn, der hier nur eine Stadt gründen kann. Wenn hier wenigstens eine Landenge wäre, wo ich ihn abknüpfen könnte, da würde er wahrscheinlich erst spät südlich gründen, aber so wird er sich jetzt einfach hier entlang winden und wird da gründen. Das nervt mich schon. So. Weiter geht's, damit haben wir jetzt nämlich den Staatsdienst erforscht, das ist sehr schön. Und wir wechseln auch direkt in die Bürokratie oder auch den Zentralismus, wie auch immer man es nennen möchte. Und werden als nächstes dann, jetzt muss ich mal kurz gucken, die Meditation erforschen, damit wir danach auf Pazifismus wechseln können. Übrigens, ja, natürlich kann man warten zwischen diesen Staatsformen, dass man die zusammen annimmt zum Teil. Man muss aber auch wirklich sagen, dass jede Staatsform an sich schon so viel Bonus bringt. Allein schon hier jetzt die Staatsform öffentliche Verwaltung bringt natürlich richtig, richtig viel. Und deswegen finde ich persönlich schon, dass sich das lohnt, direkt anzunehmen. Und ja, wie man sehen kann, wir sind hier gerade noch munter dabei, Wälder zu roden für das Globe. Und das sieht soweit auch schon ganz gut aus.
Und ein großer Ingenieur, das ist natürlich auch sehr nett. Den nutzen wir dann gleich mal, um den Parthenon zu rushen. Blick. Erstens natürlich für die Kultur, hahaha. Nein, hauptsächlich natürlich wegen den großen Persönlichkeitenpunkten. Ist zwar doof, wenn man wissenschaftliche Methode forscht, aber bis dahin hat man trotzdem schon vielleicht ein, zwei oder vielleicht sogar drei große Persönlichkeiten mehr, die einem wiederum helfen, über dieses kleine Forschungsloch nach wissenschaftlicher Methode schneller hinwegzukommen. Ja, so ganz langsam kommt hier auch unsere territorialen Interessen führen zu Spannungen. Das finde ich nicht witzig. Und ich kann wirklich nur beten, dass der gute Gegner ruhig bleibt. So, da wir jetzt auch öffentliche Verwaltung haben, kann ich natürlich dann auch hier weiterbauen schon. Also die Stadt kann jetzt quasi weiter wachsen. Den Deal will er nicht mehr. Ich verstehe. Kann ich mit leben, aber ist auch nur für wenige Runden, denn wie man schon sehen kann, das Globe Theater ist schon im Bau. Aber normalerweise, die meisten Gegner kann man sich wirklich halbwegs vom Leibe halten, muss ich zugeben. Sogar Justinian habe ich mal auf einem einzelnen Kontinent zufriedenstellen können bei einer OCC. Deswegen habe ich auch halbwegs Hoffnung, dass der Azteke jetzt hier Ruhe gibt. Aber er kommt schon mit den nächsten Siedlern um die Ecke, der Gute. Jetzt kommt er hier quasi richtig steil aus der Sonne. Malinalco knallt er mir auch eiskalt vor die Grenze erstmal hier. Zack. Aber im vor die Nase knallen bin ich nicht minder begabt. Und habe einfach mal Globe Theater gebaut. Und mein Kulturwert hat sich auch gleich mal um ein Vielfaches erhöht in dem Zusammenhang. So, jetzt haben wir auch fast alle Nahrungsfelder blickt. Eins kommt noch dazu, aber man sieht schon jetzt, Stadtwachstum geht deutlich in die Höhe. Ja. Und dann wird natürlich auch jeder weitere Bürger, den wir jetzt noch bekommen, der nächste geht noch aufs Feld, aber jeder weitere, der danach kommt, wird automatisch dann in Wissis umgewandelt, weil wir erstmal nichts Besseres belegen können. Wobei natürlich dann, wenn wir nichts mehr zu produzieren haben, Sinnvolles, werden wir auch die Minen nicht mehr belegen, logischerweise. Noch brauchen wir die für zum Beispiel Aquädukt, Getreidespeicher, um auch ein bisschen Gesundheit zu erzeugen und halt die wichtigen Gebäude für die OCC stehen zu haben. Aber wir haben in diesem Turnset wirklich viel, viel geschafft. Nationalepos steht, Globe Theater steht, Parthenon wurde ingi-rushed, wenn man so will. Das heißt, durch den großen Ingenieur, den wir bekommen haben, durch Zufall. Und wir haben auch, ich glaube schon in der letzten Episode, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Akademie bauen können. Und wir haben natürlich den Staatsdienst annehmen können, ganz, ganz wichtig. Dementsprechend sind jetzt eigentlich schon die wichtigsten Grundvoraussetzungen für die OCC gegeben. Die letzte Grundvoraussetzung ist meiner Meinung nach noch die Philosophie erforschen, damit man Pazifismus nehmen kann. Und ab dann kann man schon ganz, ganz weit in die Zukunft gucken. Und wenn man will und mutig ist, auch schon die Biele in Richtung Dampfkraft oder in Richtung Biologie eingeben. Aber dazu dann in der nächsten Episode mehr. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr die gerne im Forum oder auf YouTube posten. Bis denn, bleibt mir gewogen.